Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute lernen wir wieder Deutsch mit dem Spiel Minecraft. Viel Spaß! Das sind die Schlümpfe! Oh mein Gott, sind die niedlich! Da sind drei geschlüpft. Ich hätte gedacht, dass die viel größer sind. Oh mein Gott, wie niedlich sind die denn? Schau euch diesen kleinen Babys an. Ich glaube, wir müssen da hinten den Boden zumachen. So, weil ansonsten könntet ihr hier da rausschlüpfen. Seid ihr niedlich? So klein. Ich meine, es ist realistisch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die so klein sind. Süß. Das kleine Baby an. Seid meine neuen Haustiere. Ihr seid alle jetzt hier meine neuen Haustiere. Jetzt brauchen wir nur noch Namen. Nee, ich weiß nicht, wie ich die Schildkröten alle benenne. Kann ich ja nicht alle auseinanderhalten. Kuschelst du mit deinen Eltern? Ihr zwei kuschelt mit den Eltern. Es sind ja vier. Ich dachte, das sind drei Eier. Ah, hier sind vier Babys. Und die krabbelt auf den Eiern von ihren Geschwistern rum. Die Schildkröte. Die anderen werden auch hoffentlich bald schlüpfen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie da raus können durch den Zaun, aber ich glaube nicht, dass Minecraft so funktioniert. Ja, niedlich. Kann ich euch füttern? Da ist meine Schere. Ich schaue mal, ob ich noch ein bisschen Seegras holen kann und euch füttern kann. Da kann ich ein bisschen Seegras abbauen. Oh. Ich vergesse es immer wieder. Muss ja atmen. Sollte ich nicht vergessen. Nicht gut. Aber ich habe mich zu viel Schaden davon getragen. So, wer will was zu essen haben? Du willst was zu essen haben. Du willst was zu essen haben. Du willst was zu essen haben. Wollt ihr auch? Ja, ihr wollt auch. Ihr esst auch was. Und ich habe wieder mehr Eier. Das Gehege ist viel zu klein für euch. Ich kann euch auch füttern. So. Was machen wir jetzt? Wir müssen ja wahrscheinlich noch warten, oder? Wir wollen noch ein paar mehr Babys sehen. Ein paar mehr Schildkrötenbabys. Ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich kann jetzt nachts wahrscheinlich schlafen gehen. Ich kann das hier abbauen. Eine kleine Sicherheitshöhle. So. Damit ich nicht von Zombies angegriffen werde, während ich warte.
Weil ich ja doch jetzt einige Nächte hier gewartet habe. Ich weiß gar nicht, wie lang. Definitiv eine Weile. So. Aber wir haben die ersten Schlüpfen sehen. Ich komme gleich wieder. Ich komme immer wieder zwischendurch euch besuchen. Und schau nach dem Rechten, okay? Ich muss in mein Tagebuch schreiben. Wieso sind da Creeper und ein Enderman neben meinem Haus? Das mag ich gar nicht. Das gefällt mir nicht. Ich nehme auf dem Weg noch Zuckerrohr mit. Das ist ja jetzt auch ziemlich gewachsen. Dadurch, dass ich jetzt eine Weile hier einfach rumstand. So. Pflanze ich wieder was an. Dann. Die muss ich erst wieder vermehren. Ich habe keinen Weizen dabei, dass ich das tun könnte. Das sollte ich bald mal wieder tun, damit ich mehr Leder habe. So. Hier gehe ich rein. Buch nehmen. Und so. Liebes Tagebuch. Heute sind die Bibi Schildkröten aus ihren Eiern geschlüpft. Sie sind so klein und niedlich. Hoffe, anderen schlüpfen auch bald. Oh. Heute sind die ersten. Babyschildkröten aus ihren Eiern geschlüpft. Sie sind so. Liebes Tagebuch, heute sind die ersten Babyschildkröten aus ihren Eiern geschlüpft. Sie sind so klein und niedlich. Ich hoffe, die anderen schlüpfen auch bald. So. Der erste Tagebucheintrag ist gemacht. So. Jetzt schauen wir mal nach, wie es denen geht. Oder. Ich nehme noch ein bisschen Weizen mit, sodass ich auch meine Kühe noch vermehren kann. So. Alles kommt mit. So. Die Samen werden natürlich wieder angepflanzt. So. Und dann gehen wir gleich nochmal in die Scheune. In den Stall. Ah, hier ist ja keine Scheune. Bei einer Scheune wäre das Weizen drin gelagert. Und im Stall sind die Tiere. Könnte auch da drüben rausgehen. Hier habe ich doch auch eine Tür. So.
habe ein bisschen Fressen für euch, Kühe. Bisschen? Ja, fast ein Steak. Sollte doch reichen. Die Samen kann ich den Hühnern geben. Von denen habe ich ja noch nicht genügend. Irgendwann brauche ich mal Essen, dann habe ich hier genügend Hühner. So. Habe ich alle? Ich hoffe es. Ich glaube, ich habe alle Kühe erwischt. Dann kriegen die Schafe natürlich auch noch was zu essen. Jo. Ab. Nein. Okay, das Schaf ist draußen. Kommt rein. So. Wie viele Eier habe ich mittlerweile eigentlich? Viele. Ich glaube, meine Eier gehen mir niemals aus. Wie steht's um meine Schildkröten? Ist hier was passiert? Wo sind meine Babys? Da sind meine Babys. Alle noch da? Allen geht's gut? Ihr wurde von jemandem gefressen? Es gibt hier, glaube ich, keine Krabben. Keine Krebse, die euch fressen können. Oder Vögel? Fressen Vögel euch auch? Ich glaube, Vögel fressen Schildkrötenbabys auch. Andere Tiere halt. Aber die gibt's hier, glaube ich, nicht. Und deswegen können wir da ganz beruhigt warten. Dann möchte ich hier einmal noch alles abernten. Und dann weiß ich nicht, sollen wir in eine Höhle gehen? Aber dann sehe ich ja nicht, wenn die erwachsen werden. Oder auch, wenn die anderen schlüpfen. Wir können aber schon mal alles vorbereiten für eine Expedition. Wir brauchen definitiv mehr zu essen. So ein ganzer Stack Brot wäre ja schon mal ganz gut. So. Das ist definitiv noch nicht genug. Habe ich denn noch Weizen hier unten drin oder sollte ich mehr ernten? Bisschen Weizen habe ich noch. Aber definitiv nicht genug. So. Dann ernte ich mal mehr noch ab. So. 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 Und so, das Feld ist komplett abgeerntet. Und wir nehmen natürlich die Weizenkörner wieder in die Hand. Und pflanzen alles wieder an. Yep. Erste Reihe ist fertig. Zweite Reihe. Die zweite Reihe machen wir auch fertig. Und die dritte Reihe. Und dann wenden wir uns den Kartoffeln zu.
Die könnten wir auch mal ernten. Die haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht geerntet, oder? Ja, wahrscheinlich schon zum Vermehren. So. Ich habe alle meine Kartoffeln geerntet. Dann kann ich meine Karotten auch noch ernten. Und die rote Beete. Alle abernten. Die Kürbisse brauche ich nicht ernten. Brauche ich nicht zu ernten. So. Oh, ich will keine hohe Kartoffel ernten. Essen. Nicht ernten. So. Zombies wollen auch meine Kartoffeln. Oder wollen sie mich? Kann ich dem Zombie eine Kartoffel geben? Das wäre lustig. Hier. Nö, geht nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Skelett. Hey, kann ich dich irgendwie beschützen? Vielleicht könnte ich ja dich hier bei mir großziehen. Komm rein. Ah. Du kannst hier, glaube ich, nicht runtergehen, oder? Kannst du? Perfekt. Wie beschütze ich mich? Stopp. Ich will ihn in die Wand einbauen. Das ist mein Plan. Dazu brauche ich erst mein Zeug. Ich habe Mist gebaut. Kommt der Zombie hoch? Ich glaube nicht. So. Der Zombie ist erstmal sicher da unten. Währenddessen kann ich mein Leben regenerieren. So. Und ich möchte ihn mit dem Sand einbauen. Das ist jetzt mal so mein Plan. Wieso komme ich nicht hoch? Oh, 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 oh. Er kommt doch hoch. Ich muss ihm irgendwie ein Loch graben. Oh oh, das ist ein Skelett. Nein, Zombie. Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Schild dabei. Auch sehr intelligent.
Nein, Skelett, ich habe keine Lust auf dich. Komm. Ja. Wieso triffst du mich? Das ist unfair. So. Wieso ist da noch ein Creeper? Ich will keine Creeper. Nein, 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 nein. Wenigstens kommst du da nicht raus. Aber eigentlich ist es eine gute Idee. Solange kein weiterer Creeper kommt. Ich grabe mich einfach in die Richtung von meinem Haus. Du bleibst einfach mal kurz da. So. Okay. Jetzt. Mache ich hier eine Mauer. So. Sodass der Zombie, wenn er hier runterkommt, nirgendwo anders hin kann. Ich kann auch die Leiter einfach abbauen. Oder? Und ihn so langsam runterholen. Genau. Jetzt baue ich da oben mal kurz zu. Oh. Sobald er zu mir kommt, kann ich auf der anderen Seite wieder zubauen. Ha! Komm schon. Komm weit genug hier rüber. Ich habe immer das Gefühl, ich muss dich bis ganz in die Ecke lassen. Ja, du bist zu breit. Ich habe nicht gehört, man kann die heilen. Und wir haben zwar einen in dem Dorf weiter drüben. Aber dann kann ich hier mein erstes Experiment mit Zombies machen. Ich habe noch nicht alle meine Leitern. Kann ich meine Leiter wieder haben? Nein? Schade. Hm.
Schaffe ich es trotzdem raus? Nö. Indem ich die Leiter hier oben hinsetze. Sollte ich schaffen. Super. Ella, du bist ja erstmal halbwegs sicher. Ich muss definitiv einen größeren Creeper-Radius machen. Aber das kriegen wir in der Zukunft noch hin. Jetzt schauen wir erst einmal, was da hinten los ist. Wieso ist da ein Zombie? Ich weiß ja, dass die Zombies die Eier angreifen, aber die sind doch nicht da drinnen bei den Schildkröten, oder? Ich habe doch den Block abgebaut. Geht's euch gut? Ja. Und es sind mehr geschlüpft. Hallo. Na? Wollt ihr auch ein bisschen Seegras haben? Ja. Ihr Großen wollt auch wieder Seegras haben, oder? Ja, ihr wollt alle Seegras haben. Ja. Kriegt alle was von dem Seegras ab. Unendlich Schildkröten. Ah, da bist du. Okay, ich glaube, ich habe alle wieder gefüttert. Dann werde ich... Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon wieder viel passiert. Ich weiß nicht, wie lange die Folge wird. Weil ich ja sehr viel zusammenschneide mit den Schildkröten. Wahrscheinlich werden es 2 Folgen. Also wahrscheinlich ist das hier die 2. Folge. Aber ich glaube, dass auch schon in dieser Folge so viel passiert ist, dass ich sie jetzt hier beenden werde. Dementsprechend, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye!